Hallo Martin, schön dich mal wieder bei uns zu haben, dass man eine schöne Geschichte von hört. Aber die Fälle und solche Geschichten, die haben wir jetzt ein paar da. Aber sag mal, wie bist du eigentlich so zu den Spiegeln und zu der ganzen Arbeit hier gekommen? Aber ich glaube, das interessiert bestimmt auch ein paar Leute. Ja, also bei mir sind ja alles verschlungene Lebenswege, muss man sagen. Ich bin über sehr viele Umwege, nämlich über die Borreliose, bin ich auf Parasiten gestoßen. Wenn man mit Parasiten sich beschäftigt, kommt man automatisch zum Simon Yu aus St. Louis. Und der war ja 2018 in Baden-Baden. Dann habe ich das Video von 2018 Baden-Baden über Simon Yu gesehen, hatte dann natürlich Interesse an Parasiten gekriegt. Und habe leider zu spät erfahren, dass er im Januar 19 in Bad Aibling ein Seminar abgehalten hat. Aber es gab sofort eine DVD, weil es einen Mitschnitt von Bad Aibling gab, das habe ich gesehen. Und in diesem Seminar in Bad Aibling hat er Simon Yu vorgeführt. Er konnte einen Patienten nicht testen und dadurch, dass er dann aber eure Spiegel auf seinem Elektroakupunkturgerät aufgelegt hat, war der Patient testfähig. Und ich kenne genau das gleiche Problem von meiner Akupunktur mit RAC-Pulstastung, dass ich manchmal Patienten habe, die schwer krank sind, aber beim Testen nach außen den Eindruck von stabil haben. Ja, also du hast dann ein Testhindernis und kommst nicht weiter. Und nachdem ich gesehen habe, dass man mit Spiegel dieses Testhindernis überwinden kann, habe ich ja mich damals mit dir in Verbindung gesetzt und du hast dann freundlicherweise mir wirklich Spiegel geschickt, damit ich das da in der Richtung ausprobieren konnte. Soweit, so gut. Ich hatte also Spiegel, die ich aber nur zum Testen bei der Akupunktur verwendet hatte. Und ich hatte damals, nicht ich, aber eine liebe Helferin von mir, hatte seit 2 Jahren wirklich große Probleme mit der Borreliose. Also ständig Kopfschmerz, ständig Schwindel. Und mit all meinen Methoden, ich mache wirklich viel. Ich mache gescheite Akupunktur mit RAC, also Störfeldakupunktur, Schwermetallausleitung, Mikronährstofftherapie, Blutlasertherapie, mit all dem ganzen Aufwand ist mir es nicht gelungen, die stabil zu kriegen. Sie war immer noch ein bisschen labil. Und dann war sie mal wieder hinten in der Teeküche gesessen, Kopf gehalten. Und ich komme halt hinterher und wenn ich jemanden sehe, der ein Problem hat, ich nehme immer den Puls zur RAC-Tastung, nehme meinen Polfilter, mache so. Und habe gesehen, die hatten eine Abweichung über dem Kopf. Und zufällig lag da auch der große Goldspiegel von euch hinten in der Teeküche auf dem Tisch. Und wenn ich schon einen Puls habe, eine Abweichung, nehme ich natürlich den Spiegel in die Hand und halt hin. Aha, der Spiegel hatte Wirkung. Ich habe 10 Minuten den Kopf von ihr gespiegelt und zum ersten Mal seit 2 Jahren war die Frau schmerzfrei. Und es hat angehalten. Das heißt, da war ich natürlich dann sofort Feuer und Flamme, weil ich die sofortige Reaktion gesehen habe. Und dann habe ich mich bei euch angemeldet und wollte eigentlich nur mal Grundlagen LK1 machen. Ich habe mich also für 3 Tage angemeldet. Aber weil ich ja alles, was ich mache oder was ich sehe, sofort über Pulstastung kontrollieren kann, war ich nach diesen 3 Tagen so begeistert, dass ich gleich die 2 Tage angehängt habe und also gleich in einer Woche Grundlage LK1, LK2 gemacht habe. Und ab da ist das Ganze explodiert. Ja, das war so. Ja, und ich meine, ich habe ja natürlich die sofortige Umsetzung in der Praxis, weil ich mit der RAC-Tastung ja immer sofort sehe, welchen Spiegel brauche ich, wo muss ich spiegeln, was kann ich machen. Und wenn du dann ganz schnelle Ergebnisse siehst, ja, dann geht es halt automatisch weiter. Ja. Das war eine schöne Einleitung, wie man zu uns gekommen ist. Sicher nicht der übliche Weg, gebe ich zu, aber ist ja egal. Ich hoffe, das macht den Leuten Spaß, wenn sie sich das hier angucken. Vielen, vielen Dank, Martin. Bitteschön.